Hallihallo, Hallöchen. Ich bin einfach jetzt hier reingeworfen und bin instant in den Kampf und ich bin verwirrt und ich habe keine Ahnung, was wegen und ich bin. Ich habe die doch erst befreit gehabt. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Warum greife ich jetzt Bienen an? Oh Gott. Oh, dieses Bliss. Oh Gott, ist mir schlecht. Ach du Schande. Oh. Tja, ich würde sagen, ich wurde gerade gefangen. Toll. Yay. 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 Hilfe. Ich habe nur das Spiel gestartet und plötzlich wurde dieses Haus hier angegriffen. Ich hab nichts davor gemacht, ich bin unschuldig. Nein. Ja. Kommt mir nicht sehr blöd vor. Hey! Das haben wir nicht zu entscheiden. Ich wollte gerade sagen. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Oh Gott. Großartig. Im Lichte Gottes stehen und durch sein Tor gehen ins Paradies. Der da nicht. Er ist nicht rein. Ja, ist auf mich. Kein Ding. Verbottest du die Reinigung, John? Ah, der Vater. Endlich. Na, du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Gehört. Ich bin voll auf Drogen. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Das, was die abziehen, ist halt schon übel, ne? Muss man ja sagen. Die tun nun ja einen in diesem Wasser trinken, was ja von Bliss gefüllt ist. Wenn wir einfach beichten. Wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein. Nein. Erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreibt eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Oh. Verfluchte Baggies. Diese Musik.
Ich liebe Far Cry dafür. We will rise again. Sei kein Erbarmen. Oh, vielen Dank. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Ach, danke. Was ist mit der anderen? Den anderen? Von der zwei andere? Egal. Scheinbar bin nur ich wichtig. Ich bin mit denen die Action reingeworfen worden. Also wirklich. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mit Far Cry gespielt. Ich bitte um Verzeihung. Ich kam ja durch den ganzen Blödsinn nicht dazu. Sag mal. Natürlich habe ich den Baum getroffen. Klar. Was denn auch? Sonst. Was denn auch so? Wo ist eigentlich mein Hund? Haben die mir jetzt einfach meinen Hund genommen? Sag mal, also langsam. Fuck you! Ja, lad noch länger nach. Fuck you. Toll. Ja, ja. Hallo. Wiedersehen. So. Ich muss mal den da hinten kurz helfen. Sorry, es hat ein bisschen gedauert. Danke. Ja, ja. Kein Ding und so. Was war das? Da oben war doch noch einer. Was soll ich sagen? Für den Kater! Ich glaube, ich hab sie gemacht! So. Ich glaube, mir ist kurz auf Wunderzeit. Ja. Das rechne ich mir jetzt heraus. Ich möchte ein bisschen plündern. Hey, Mister. Hier stimmt was nicht. Komm her. Ich habe einen Plan. Hier stimmt immer irgendwas nicht. Das ist nichts Neues. Hey, Kumpel, nein! Sei und mutig. Ich will nur plündern. Nein! Nein, 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 nein. Plündern, da. Gut. Diese Verblendeten, jetzt laufen sie davon. Hier drüben, Deputy. Ich sehe dich. Ich wusste, dass es Ärger bedeutet, als wir dich nicht finden konnten. Doch zum Glück hat der Herr mir die richtige Richtung gewiesen. Wir haben dich wieder, aber es gibt noch andere, die unsere Hilfe brauchen. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Okay. Einige bauen sich unterirdische Bunker. Okay, Moment. Ich will nur ganz kurz gucken, ob mein Mikrofon auch aufnimmt. Weil das Problem bei Far Cry ist ja, dass... Oh ja, das Mikrofon geht. Moment. Muss ich hier umschalten? Ja, ist gut. Mein Bildschirm braucht immer einen Moment. Das Problem ja bei Far Cry ist, dass ich nicht einfach gucken kann. Ich hätte irgendwie gern meinen Hund. Warum wurde mir mein Hund weggenommen? Ah, der soll man hier nicht benutzen. Okay.
dass wenn man hier erstmal irgendwo einen Autospeicher war, man halt nicht einen alten Speicherstand laden kann. Falls zum Beispiel was bei der Aufnahme schiefgegangen ist. Deswegen muss ich hier auf jeden Fall... Oh, fuck. Auf jeden Fall sehr aufpassen. Ich mach das Spiel und werde erstmal in die größte Action überhaupt einnehmen. Okay. Echt? Oh fuck. Ja, das war nicht gut. Ich dachte, die Brücke wäre ausreichend. Ist sie es oder ist es nicht? Aber ist doch markiert. Hui. Okay. Aha. Was ihr meint. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Fuck. Das ist ja furchtbar. Großartig. Wie sind denn das? Oh fuck. Natürlich. Da hätte ich ja auch drauf kommen können, dass dann ein anderer dahin geht. Warum habe ich gerade gar nicht gedacht? Zu null. Nee, das war jetzt mein eigener Fail. Das muss ich ja zugeben. Ja, komm. Ja. Ist gut. Können wir jetzt? Okay. Wo bin ich denn? Warum bin ich jetzt... Nee, ich bin richtig. Okay. Aber nicht sehr sicher aus. Gut. Versuchen wir es jetzt nochmal. Wenn ich die Polizeirutsche auch gedrückt hätte. Ah! Egal. Brauchen wir jetzt halt rüber. Wir werden ja wohl noch nicht gesehen haben, weil ich hier bin, oder? Ich würde gerne... Besser Überblick haben, wie viele das sind. Ja, nee. Ja, schon klar. Fick dich.
Fick dich. Fick dich. Sag dir, fick dich. Meine Güte. Wollte gerade sagen. So, bitte sehr. Scheiße. Danke, der Beauty. Ich dachte schon, das war's. Mann, ich wollte... Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt ja. Einfach die Stellung, bis er da Moment, ist. Ja, Moment. Ja, nee, ich... Ja, ein Leuchtfeuer! Jede Minute... Leute, ich will doch nur meine alte Waffe wieder haben. Die Sekte schickt Verstärkung! Ja, sorry, aber ich will erst meine Waffe wieder haben. Benutzt den Mörser! Ist ja gut. Oh, fucking Gott, das kann nicht so schwer sein, wenn hier 3 Millionen Sachen zusammenstehen. Oh meine Güte. Aua. Fuck you. Ich geh's ja wohl noch gut. Das Looten macht mich ab und zu ein bisschen wahnsinnig. Habe ich ja schon erwähnt. Oh, oh. Ich glaube, ich habe gerade meinen eigenen Kerl umgehauen. Ja, komm. Fuck you. Bist du behindert? Ja, du mich auch. Mich hat erwischt! Ja, da brauche ich jetzt keine mehr. Ich bin Liebe. Es wäre nett, wenn du nicht ganz so nutzlos wärst. Ist mal ernsthaft. Fuck you! Ich muss nachladen, ich muss nachladen! Fick dich! Fick dich! Bitte fick dich! Okay, okay, okay. Ja, ja, ich komm! Ich glaube, ich habe meine Waffe verloren, ist jetzt auch egal, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will hier weg! Wiedersehen! Ja, meine auch. Du hast uns wirklich den Arsch gerettet. Wer weiß, was diese Mistkerle mit uns vorhat. Wir müssen einfach jetzt hier weg, bitte. Jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Sie nehmen uns gegen unseren Willen mit. Ich weiß, du suchst nach deiner Freundin, aber False End ist nur ein Teil der Gemeinde, die unsere Hilfe braucht. Wenn wir erstmal stark genug sind, befreien wir alle Gefangenen. Versprochen. Mein Gott. Was für ein Aufstand schon wieder. Die glauben wirklich, dass sie uns retten? Uns retten? Eingesperrt in so einem Drecksloch? Leck mich am Arsch. Diese Feiglinge haben mich überwältigt. Sie sagten, sie retten mich. Ich sollte den Vater... Ja. Den Vater was? Du darfst ruhig zu Ende erzählen. Dann halt nicht. Was für ein Einstieg. Ich wollte doch einfach nur irgendwo was anfangen. Hey, Kumpel. Ja, gut. Ja. Ich muss gestehen, ich kann doch kaum glauben. Oh mein Gott. Das war anstrengend. Oh Gott, ich glaube, ich muss gleich niesen. Moment, Moment, Moment.
Ah, entschuldigt. Ah, diese verfluchten Pollen. Ab und zu machen die mich ein bisschen wahnsinnig. Kann ich hier überhaupt entlang fahren? Nee, mir bin ich mir gerade nicht so sicher. Das sieht so unfahrbar mäßig aus. Ich kann nicht anders. Ich muss diese Musik hören. By your side. Ja. Okay, hier ist die Lust. Ja. Natürlich läuft mir jetzt die Nase. Jeder von uns. Du, ich. Oh Gott, du schon wieder. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Dann halt so. Sie ist ein Gift. Soll die Klappe halten. Meine Güte. Wer ist Josef? Will ich ihn einfach labern lassen. Weil, wie gesagt, ich habe eine Schwäche für ihn. Ich mag, wie der Charakter gespielt wird. Der ist halt... Sagen wir so, ich finde, sie haben das gut rübergebracht, weswegen jemand überhaupt erst so extrem manipuliert werden könnte. Natürlich einerseits wegen, ist ja logisch. Ach, hier könnte ich ja doch Auto nehmen. Warte mal. Da oben ist auch. Aber es ist ein kaputtes Auto, oder? Oder? Wo kann ich das nutzen? Alles in Ordnung? Hab gehört, was passiert ist. Okay. Zum Glück war Jerome zur Stelle, oder? War wirklich ein guter Zug von dir, diese Leute vor Johns Reinigung zu bewahren. Er wird sicher nicht gerade glücklich darüber sein, aber wegen mir soll er sich ins Knie ficken. Mach nur weiter so. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Das Auto steuert sich irgendwie seltsam. Ich glaube, es ist kaputt. Auto ist wirklich kaputt. Ja, nee, leck mich. Aber wie viele das sind. Da war doch gerade eine Quest. Haben die meine Quest gerade umgebracht? Ich habe gerade meine Quest umgebracht. Are you for real? Aha. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ist doch nichts passiert. Oder so. Darf ich jetzt eigentlich wieder meinen Hund haben? Das wäre voll nett. Dankeschön. Nein. Geht doch. Nein, ich will nur ihn plündern. Meine Güte. Das ist immer so anstrengend ist. Silo. Da ist kein Silo drauf. Hä? Was für ein Silo? Spiel, verwirr mich nicht. Okay. Hier war eine Quest. Ich habe doch eine Quest gesehen. Dann gehe ich halt wieder zu meinem Auto. Jetzt will ich erstmal den Eismann draußen. Ich muss noch mal kurz Nase putschen. Geht mir mal einen Moment. Aber erst setzen wir uns im Sau. In der Hoffnung, dass endlich mal Boomer mit einsteigen kann. Boomer! Komm! 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 Ich weiß genau, es war möglich! Ich hab mich gefragt, ja. Ja, das ist alles, was ich zu sagen habe. Rappelte, rappelte, ha. So. Oh.
Das war keine gute Idee. Ihr seht nichts. Tut nicht so, als würdet ihr irgendwas sehen. Boma, ich liebe dich, aber. Okay. Sei einfach ein guter Hund. Ein Bogen wäre jetzt irgendwie nice gewesen, aber. Gott. Da hat niemand geschossen. Ihr lügt voll. Wie die lügen. Hier wird nie jemand schießen. Boba, komm her. Entschuldigen? Das war Gott. Du glaubst doch immer an solche Blödsinn. Alles gechillt. Jetzt rennen wir mal ein bisschen da außen rum, während die Idioten da vorne hingehen. Just because wir können es. Ich will hier nicht runterfallen, ehrlich gesagt. Solche Idioten. Keine Panik! Hilfe ist unterwegs! Was ist diesem Hund? Fuck. Ich hätte das Ding früher kaputt machen müssen. Ich habe diese Alarmdinger vergessen. Die erhöhte Position hier ist sehr gut, wenn man so behaupten darf. Stellt noch jemand? Ach da. Willst du mich verarschen? Ich habe ihn genau von oben angegriffen. Ich sag meilenweit, aber... Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Willst du mich verarschen? Sag mal. Deine Leiche wird unsere Pflanzen nähen. Meine Güte. Der hat aber viel ausgehalten. Ich weiß, das war wegen dem Helm, aber trotzdem, man kann es auch übertreiben. Immer. Immer dasselbe hier. Gut.
Gut. Gut. Danke, dass du hier aufgeräumt hast, Deputy. Gern. Falls wir Eden's Gate aus dem County vertreiben wollen, müssen unsere Fahrzeuge immer gut in Schuss sein. Ja. Diese Werkstatt wird uns dabei helfen, die Straßen von den Peggys zu befreien. Ist eine wirklich große Anlage. Du solltest mal nachsehen, ob alle vollzählig sind. Erstmal die Quest annehmen. Wir stecken in der Klemme. Ja. Danke, dass du diesen Ort sicher machst. Red mit mir. Bleib stehen und red mit mir. Wer Grace kennt, weiß, die macht keine halben Sachen. Die Ausrüstung in ihrem Bunker wird erstklassig sein. Verlieren wir keine Zeit. Das heißt, falls sie den Brand überlebt hat. Haben wir eine Werkstatt oder einen Autofriedhof bekommen? Boma. Toll, ganz toll. Was machst du da? Ist er einfach in den Käfig rein und ist da ganz glücklich und wehe wie den Schwanz. Irgendwas stimmt mit meinem Hund nicht. Ich glaube, mein Hund war zu lange in einen Käfig eingesperrt. Das hat ihn geschädigt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Bin ich froh, dich zu sehen. Ja, ich super, auch. Dass du das von der Sekte zurückerobert hast. Mein Trupp wollte die Werkstatt verteidigen, aber es waren zu viele für uns. Wir wurden erwischt und eingesperrt. Oh. Sie wollten noch entscheiden, ob sie uns zu John, Jacob oder Faith schicken. Wenn du die Gegend durchkämmen und die anderen befreien könntest, wäre ich dir echt dankbar. Lass mich einen Moment durchatmen. Tut mir leid, was man meinem Bauchknurren gehört hat. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe nicht mal wirklich Hunger. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Peinlich hier. Rummelt mein Bauch rum, wieso? Keine Ahnung. Die armen Autos. Ja, gell? Das ist der Beste. Das ist nicht gut. Die haben meinen Truck geklaut. Deputy, die haben sich mit dem Todeswunsch aus dem Staub gemacht. Das ist schlecht. Da ist ein M60 drauf. Wir müssen ihn zurückholen, bevor die Sekte anfängt, Schweizer Käse aus allem zu machen. Das Ding schluckt Benzin wie ich Bier. Mit etwas Glück müssen die Peggys bald nachtanken. Sieh mal bei der Golden Valley Tankstelle nach. Das ist die nächste. Hängst dich echt rein. Okay. Ich kann bestimmt ein Auto nehmen, gell? Brauchst du nicht, oder? Hunger! Hunger? Kannst du hier rein? Das gibt's doch nicht. Ich weiß genau, dass das geht. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Ich soll vielleicht mal auf die Karte gucken, wohin ich jetzt überhaupt das... Nee, ganz ruhig. Wohin ich überhaupt als nächstes gehe. Karte. So. Okay. Hier, Grace, bei der Lamb of God Kirche. Die Peggys können sie einfach nicht in Ruhe... Ja. Wir machen jetzt noch eine Quest. Oder dann müssen wir schon wieder aufhören. Ich bin nämlich heute ein bisschen unter Zeitdruck. Und ich hoffe, der Kinder ist jetzt noch eingequetscht. Ich glaube, wir müssen so eine halbe Stunde, 40 Minuten Folge haben. Ist dann halt ein bisschen kürzer als sonst, aber mein Gott. Ich meine, meistens überziehe ich ja meine Folgen ständig. Eigentlich will ich ja immer so 40, höchstens 50 Minuten halten, aber meine Folgen, egal was für ein Spiel es geht, werden teilweise immer über eine Stunde oder genau eine Stunde oder knapp eine Stunde. Das ist ganz furchtbar. Ja, ich kenne die Lieder auswendig. Ach so. Ich dachte, hier wäre ein Gegner. Ach so, da drin sind Gegner. Oder... Ach nicht. Also hier sind hier doch Gegner. Aua, fuck. Sag mal! Ich hab den voll in den Arsch geschossen. Sag mal! Sofort
alles wackelt. Ach so. Tut mir leid, ich habe nicht bemerkt, dass du verletzt worden bist. Ich weiß nicht mal deinen Namen, aber ist auch wurscht. Wo ist mein Hund? Mein Hund ist verletzt. Oh mein Gott, das werde ich bereuen. Oh mein Gott, das werde ich so. Oh mein Gott, das werde ich dir. Oder ich werde das bereuen. Das war dumm, einfach hier runterzugehen. Das, oh Gott, war das dumm, hier runterzugehen. Besonders einfach runterzuspringen. Ich habe richtig Leben verloren. Nein! Tja. Ja, das war ein bisschen übermütig. Ich verliere ein bisschen die Kontrolle, wenn es um meinen Hund geht. Könnte man meinen. Ja. Alles cool. Hallo? Das war jetzt natürlich ein bisschen... Naja. Ja, komm. Jetzt bin ich eh gespannt, wo ich jetzt reingeworfen werde. Ah, hier. Okay. Du warst dann etwa nicht? Wir nehmen jetzt einfach irgendein Auto. Wir nehmen jetzt einfach das Auto. Ist das jetzt noch markiert? Ja, ist es. Machen wir es nochmal, aber diesmal in Gescheit. Ich dachte ja auch erst so, hä, warum ist die Tussi da oben drauf? Aber klar, die hat sich wahrscheinlich da oben verschanzt. Wir werden uns also jetzt Anfang unten erstmal. Ich wollte gerade sagen, muss ich bitte mitkommen. Wir werden es also so machen, wie ich es eigentlich erst geplant hatte. Erstmal gucken, wie viele Gegner da sind und die dann nach und nach loswerden. Die Musik ist furchtbar. Schon viel besser. Ich habe so eine Schwäche für diese Songs. Ist ganz schlimm. Last to say yes. Ich habe auf jeden Fall schon drauf gesehen. Gott, meine Stimme. Also irgendwie bezweifle ich ja das hier. So aus wie ein Gott wirklich auf eurer Seite hat. Hey! Hier oben! Ich brauche deine Hilfe! Hinter uns sind jetzt gerade keine, gell? Ja, nicht nur er beißt. Glaub mir. Fick dich. Mach's du gut, Hund. Oh, er hat ihn schon erledigt. Lass mein Hund in Ruhe. Ich sag's dir. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Wie habe ich hier nochmal geworfen? Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie man wirft. Oh fuck, ich weiß nicht mehr, wie man wirft. Ich habe keinen Plan mehr. Scheiße, scheiße, scheiße. Oma, komm. Bleib in meiner Nähe. So hat man geworfen. Okay. Ich wusste es einfach gerade schon wieder nicht.
Ich muss auch schon sagen, ich glaube, ich habe jetzt 1,5 Wochen Pi mal Daumen nicht mehr aktiv gespielt. Weil hier, ich habe es ja schon in einer Folge mit Witcher erwähnt, hier wird ja schon seit 3 Wochen gebaut. Und dementsprechend gibt es nicht so viele ruhige Momente und das ist halt super nervig. War's das? Ich bin mir irgendwie gerade nicht sicher. Hey! Glockenturm! Ich heiße Grace. Ich habe schon gehört, dass da jemand der Sekte das Leben schwer macht. Das ist ein gutes Timing. Siehst du die Gräber da unten? Da sind ein paar Kriegshelden begraben. Mein Dad ist einer von ihnen. Die Peggys wollen die Gräber schänden. Die wollen unsere Geschichte auslöschen. Uns demoralisieren. Uns brechen, damit wir aufgeben. Das geht gar nicht. Aber nicht, solange ich hier bin. Solange ich noch atme, rührt niemand das Grab von meinem Dad an. Ich bin eine gute Schützin, aber ich brauche Rückendeckung. Sie dürften gleich wieder da sein. Okay. Acht auf den Südosten! Ich bin mir nicht gerade sicher, was ich in den Krieger machen soll. Ach, verteidigen. Ja, natürlich. Was denn sonst? Ja, bin ich auch. Wie schön, dass wir uns einig sind. Von Osten her. Die Straße! Wir packen das Deputy. Wo ist mein Hund? Fick dich. Zerstört diese Denkmäler und kommt zu, wie der Widerstand. Fuck. Leg Steine und Stellung her. Die sind halt richtig gefährlich. Ich hab die Nase voll! Nein! Komm schon! Nein! 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 Wie ist das denn jetzt passiert? Ich bin auf die behinderte Taste gekommen. Oh Gott, ey! Okay, das war scheiße. Meine Güte! Ich habe auch versehen Dynamit geworfen, glaube ich. Aber Leute, ich bin jetzt gerade auch unter Stress. Es tut mir leid, aber ich muss dann jetzt hier auch, obwohl ich gerne die Quest noch schnell beendet hätte, ich muss hier Schluss machen. Es wird mir zu spät. Ich gucke schon alle 5 Minuten gefühlt auf die Uhr. Also, ich verabscheue die dementsprechend schon an der Stelle. Ich mache die Quest für das nächste Mal. Ich bedanke mich dementsprechend fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann die Folge sehen soll. Man sieht sich in der nächsten Folge von Far Cry 5. Ganz ruhig. Ich bin schon ganz verwirrt. Wir waren schon 3. Mann. Also, bis dann. Ciao.